Lieben werte Besucher zum Achtnerrennen. Wettpunkt Trauberderby 2011, 126. österreichisches Trauberderby. Beim Anfang zur 2300 Meter Startmarke, der 1 Sakima und Rudolf Haller, die 2 Last Legacy und Erich Kubes, die 3 KK und Gerhard Bindel, die 4 der Favorit Allegro mit Josef Ranzl, die 5 All or Nothing mit Wilhelm Loderer, die 6 Hardway mit Konrad Lugauer, die 7 Kubian Venus mit Johann Priller, die 8 Kingfish Venus mit Josef Krammüller, die 9 Almond OSR mit Erich Handlos, die 10 Tutankhamon, Hubert Brandstetter Junior, die 11 Hot One mit Lothar Hanke und die 12 Davidov Venus mit Gerhard Meyer. Noch knapp 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Das 126. österreichische Trauberderby ist gestartet. Hathaway beginnt mit einem Fehler, ebenso wie Davidov Venus. Und an die Spitze des Feldes setzt sich sogleich der Favorit, setzt sich Allegro. Allegro vor All or Nothing. Dahinter innen Sakima, der die zweite Position und die... Nummer 6, Hathaway, Galopp. Nummer 12, Davidov Venus, Galopp. In Führung, gleich zu Beginn der ersten Stallgeraden. Dahinter Sakima in zweiter Position. Dann hat All or Nothing ebenfalls an die Innenkante gefunden. Ist vierte vor Tutankhamon, der ebenfalls aus der zweiten Reihe blendend abgekommen ist. Dahinter dann an fünfter Stelle sehen wir außen Last Legacy, der das erste Pferd in zweiter Spur ist. Innen dahinter Hot One, außen dann Kaka, gefolgt von Kobian Venus, außen dann Almondo SR, gefolgt von Kingfish Venus, während also Davidov Venus und Hotway bereits disqualifiziert sind. Das Feld im Messebogen, Allegro in Führung, etwa anderthalb Längen vor Sakima, der dahinter an der Innenkante an zweiter Stelle liegt. All or Nothing ist weiterhin drittes Pferd, dann rückt außen Last Legacy sukzessive auf, innen folgt Tutankhamon vor KK, innen dahinter wiederum Hot One vor Almondo SR, Kobian Venus und Kingfish Venus. Das Feld vor den Tribünen. An der Spitze hat es Allegro nicht allzu eilig. Der komplette Kilometer waren es 18,4, aber wer soll den hohen Favorit noch angreifen? Eine Runde ist noch zurückzulegen. Allegro in Führung, vor Sakim, außen Last Legacy. Dann innen All or Nothing, jetzt an vierter Stelle vor KK. Dahinter innen Tutankhamon, vor Almondo SR, Hot One, Kobian Venus und Kingfish Venus. Es gibt keine Änderungen am Renngeschehen, nur in zweiter Spur rückt Last Legacy, wie gesagt, sukzessive auf und ist schon zweites Pferd. Allegro in Führung zu Beginn der letzten Stallgeraden. Außen Last Legacy an zweiter Stelle versucht jetzt etwas Druck auszuüben. Innen Sakima in dritter Position und außen ist ebenfalls KK dicht in die Spitzengruppe aufgerückt. Ist viertes Pferd nun vor All or Nothing. Dann außen Almondo SR vor Tutankhamon, Kobian Venus, Hot One und Kingfish Venus. Die Angelegenheit wird jetzt naturgemäß flotter. Allegro legt an der Spitze zu. Außen Last Legacy lässt sich natürlich noch nicht abschütteln. Innen Sakima an dritter Stelle, außen dann KK vor All or Nothing und Almondo SR. Innen Allegro im Schlussbogen, außen Last Legacy auf gleicher Höhe. Dann kommt KK und innen Sakima dicht auf vor All or Nothing. Last Legacy begeht einen Fehler. Und bei Reichen des Einlaufes führt Allegro. Da wurde Sakima zum Angriff herausgenommen. KK ist Dritter. Allegro in Front angegriffen von Sakima. Das Loch von KK. Und KK geht vorbei. Außen KK. KK gewinnt das 126. Nummer 4, Allegro Galopp. Vor Allegro und Sakima 3 vor 4 und 1 vorläufig.